when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Ja, die zweite Strafe. Die zweite Strafe ist schon eine ganz andere Geschichte irgendwie. Ja, ich habe jetzt seit ein paar Jahren auch die Friedensbewegung unterstützt und war auf den Friedensdemos. Ich mache mir Gedanken, wie man halt energetisch diesem Elektrosmog Herr wird, dem ganzen, der ganzen Mindfuck-Manipulation Herr wird, dem ganzen Dreck her wird, der um uns rum aufgebaut wird, die ganzen elektromagnetischen Felder, die uns kaputt machen. Da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht und habe auch vielen Leuten auf den Friedensdemos in Koblenz ein paar Mal die Augen geöffnet. Leider waren die nicht so gut besucht, wie eigentlich nötig gewesen wäre, um da wirklich was zu reißen. Und wir wurden auch sehr stark kontrolliert, fertig gemacht und so. Ja, jedenfalls ging das die ganze Zeit so weiter. Die haben uns schwer beobachtet auch und dann gab es eine Gegendemo. Dann habe ich mit denen auch geredet, habe versucht, da irgendwie einen Konsens zu finden und eine Kommunikation aufzubauen. Aber die haben halt nur Israel-Flaggen geschwenkt und uns runtergemacht. Und ich habe überhaupt kein Problem mit Israel oder Juden. Ich finde nur scheiße, was ihr mit Palästina macht. Aber das machen ja auch nicht alle von euch. Ja, jedenfalls ging das dann als hin und her und ich habe halt dann versucht, weiter mich mit der Propaganda zu Hause zu beschäftigen und weil ich schon seit Jahren eben auf Hartz IV bin, habe ich ja viel Zeit dafür gehabt, habe auch ein paar gute Tipps von meinem Yoga-Lehrer bekommen, welche Sachen ich mir reinziehen sollte und so und was, so ein paar Hints, was wirklich abgeht und so in der Welt und auch was unsere Nachbarn im Weltall angeht und so, falls jemand daran glaubt, muss man ja nicht. An Gott muss man auch nicht glauben, aber ich tue halt beides und finde es auch nicht verkehrt. Ich denke da auch eher positiv. Ich glaube, es gibt sehr viele weit hochentwickelte Rassen da draußen, die uns teilweise auch sehr ähnlich sind, nur halt viel weiter. Und ja, auf jeden Fall habe ich eben verzweifelt versucht, mich aus diesem System auch zu befreien. Habe mich dann selbstständig versucht zu machen, nachdem ich nochmal versucht habe, einen Job zu finden in einer Behinderteneinrichtung. Das hat aber nicht funktioniert. Und von daher bin ich dann, habe ich versucht, mich selbstständig zu machen, habe Bitcoins hergestellt. Das sehen die Obrigkeiten ja gar nicht gerne. Und habe Computer repariert, was eben auch nicht gern gesehen ist, weil ja, logischerweise möchte ich lieber neue Sachen verkaufen. Also war ich denen wohl ein Dorn im Auge und ich wurde dann halt, also eBay wurde gehackt und dann haben die mir Geld abgezogen. Irgendwie die Bitcoins, die ich hergestellt hatte, wurden mir im Prinzip geklaut. Und dann habe ich halt Verlust gemacht und hatte hinterher dann, weil ich so viel auch in Bitcoins investiert habe, weil es lief eigentlich gut. Aber die Leute haben halt hinterher, nachdem ich die Bitcoins verkauft habe, teilweise einen Monat später erst, dann haben die Originalkunden von den gehackten PayPal- und eBay-Konten, haben dann halt angefangen, ihr Geld zurückzuziehen. Und das habe ich dann viel zu spät erst bemerkt. Und dann war es halt schon rum. Und ja, bin ich halt pleite gegangen. Ich habe 2 Monate, habe ich keine Unterstützung vom Amt mehr bekommen, weil es eigentlich erfolgreich war. Die ersten 2 Monate waren klasse, also war auch sehr viel Arbeit. Ich habe 10 Stunden am Tag, hatte ich da zu tun. Und ja, es war schon anstrengend, aber gut. Hat richtig gut getan, dass man es selber einfach verdienen kann und unabhängig sein kann. Ja, nur natürlich hatte ich dann eben keine Chance mehr, weil als die 3000 Euro weg waren, die ich für Ersatzteile gebraucht habe, ich hatte ja noch keinen Kundenstamm, ja, und auch kein Geld für Werbung, ja, dann hatte ich kein Geld mehr, um kaputte Computer anzukaufen und die Ersatzteile zu kaufen und damit Geld zu verdienen. Jedenfalls hat das alles im Laufe der Jahre dazu geführt, dass ich natürlich
Auch die Tatsache, dass ich so schlecht bin darin, Jobs zu finden und Möglichkeiten zu finden. Dann hatte ich natürlich auch einen schlechten Ruf, weil ich ja schon in der Behinderteneinrichtung in dieser Kleinstadt aufgehört hatte zu arbeiten. Ne? Und ja, ich hatte halt schon nach einem halben Jahr Burnout-Erscheinung. Ich war es ja gar nicht gewohnt, so viel zu arbeiten. Und hab sowieso immer zu kämpfen mit meinen Depressionen und hast du nicht gesehen. Es hat auch mehrere Gründe. Ich hatte ja auch noch einen Unfall mit 18,5 und ja, im Winter bei Glatteis irgendwie und hab ja an der Stelle, wo eigentlich jedes Jahr jemand halt rausfliegt, aber ich hatte Pech, weil es kam halt jemand gerade die Straße hoch und ich bin da reingerutscht und da war eine alte Frau drin. Das Auto war auch alt und hatte keinen Airbag. Und der Schnaller hat vielleicht nicht richtig funktioniert. Jedenfalls ist die vorne aufs Armaturenbrett geknallt und hatte eine riesen Platzwunde am Kopf. Und die war 79 und konnte einfach nicht das dann mehr überleben. Die hatte halt nicht mehr so viel Lebensenergie. Die hatte halt irgendwie ja, dann das Zeitliche gesegnet. Und ich habe es halt direkt gewusst. Habe die mit rausgeholt aus dem Auto und ja, hab dann halt nur, ich hab's intuitiv schon gewusst, weil ich damals auch schon angefangen hatte zu meditieren und bei meinem Yogameister gelernt habe. Und das hat dann dazu geführt, dass ja, dass ich halt das direkt wusste, dass sie jetzt geht. Und hab dann nur noch gesagt, es tut mir leid und ich wollte das nicht. Ja, jedenfalls diese ganze Scheiße hat dazu geführt, dass ich einfach dann auch das gemobbt werden, dass ich halt meine erste Ausbildung abgebrochen habe als Schmied und die zweite Ausbildung als Physiotherapeut angefangen habe. Ich habe 3 Tage wie paralysiert auf der Couch gesessen und konnte gar nichts. Konnte das gar nicht fassen, dass ich das schuld bin, dass sie halt gestorben ist. Und meine Mutter hat mir auch noch ein schlechtes Gewissen gemacht und mich total fertig gemacht deswegen. Ja, obwohl der Polizist, der mir als erstes begegnet ist, der hat zu mir gemeint, das kann jedem passieren. Passiert jedes Jahr was. Es ist am gleichen Abend an der gleichen Stelle auch jemand rausgeflogen, genauso wie ich, nur der hat halt das Glück gehabt, da ist keiner hochgefahren gerade. Das heißt, er ist auch auf die falsche Straßenseite und ist da in den Wald gerutscht, nur 50 Meter oberhalb von mir. Den habe ich auch noch gesehen. In dem Moment aber nicht so richtig realisiert, was das zu bedeuten hat. Habe nur gedacht, oh, der ist ja auch raus. Naja. Und dann habe ich irgendeine Sendung gesehen über Massagen und habe mich daran erinnert, dass ich mit 11 Jahren schon gerne und gut Menschen massiert habe. Und ja, irgendwie dachte ich dann, das wäre vielleicht das Richtige, aber mir wurde gesagt, heutzutage hat man als Masseur gar keine Chance mehr. Ich sollte doch direkt Physiotherapeut machen. Und ja, das hat dann zur Physiotherapieausbildung geführt und ja, da ging es halt auch nicht so gut, weil ich wurde halt schon immer gemobbt in Schulen von Klassen und das ist da dann auch so gewesen. Natürlich ein bisschen erwachsener, nicht ganz so ätzend wie früher. Es gab keine Schlägereien und so, aber es hat halt schon gereicht dazu, dass ich dann plus meine Depressionen eben zu Hause öfter hing und die Schule verpasst habe. Was dann dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann zu meiner Mutter ziehen musste und die Schule gewechselt habe, musste ich wieder zu meiner Mutter ziehen. Das war ein großer Fehler. Ich habe damals auch meine erste große Liebe verloren, die erste, die ich wirklich geliebt habe und mit der ich wirklich lange zusammen war, also ein Jahr. Es war zwar für euch vielleicht nicht lange, aber für mich war das die längste Beziehung, die ich bis dahin hatte. Und ja, es hat halt dann ganz schön wehgetan auch. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mir eine neue Schule gesucht und habe dann die Ausbildung weitergemacht und habe ein Jahr wiederholt. Deswegen, das war kurz vorm Examen, musste ich wechseln. Also musste ich ein Jahr wiederholen. Ich konnte nicht direkt das Examen machen, weil die andere Schule auch andere Unterrichtsmethoden hatte. Deswegen kenne ich halt beide Praktiken jetzt auch, also die sanfte Methode und die harte Methode der manuellen Therapie und halt auch alternative Therapien, die ich sonst nicht gelernt hätte vielleicht.
Ja, jedenfalls sehr interessant. Es war echt gut, dass ich die Schule gewechselt habe. Meine Direktorin hat auch bis zum letzten Moment an mich geglaubt, aber meine Mutter konnte es nicht akzeptieren, wie schon früher eben, dass ich kiffe. Also da habe ich wieder angefangen zu kiffen damals, mit 22, 23, wegen meiner Ex. So, vorher war ich drogenfrei und habe nur meditiert und ja, bin auch Vegetarier geworden mit 18, als ich meinen Yogameister kennengelernt habe und er gemeint hat, dass es besser zum Meditieren, dass man halt kein Fleisch isst. Und ja, hat mir auf jeden Fall alles sehr gut getan. Das war auch wirklich alles toll. Nur, ja, ist ja gut. Aber. Ja, und wir liebkost werden. Naja, jedenfalls hat das alles irgendwie dazu geführt, dass ich dann meine zweite Ausbildung auch verloren habe, kurz vor dem Examen. Ich musste bei meiner Mutter ausziehen, weil es nur noch Streit gab. Ich habe halt auch ein paar Mal die Musik zu laut gemacht und dann habe ich auch noch unten geraucht im Keller und oh, und es war dann alles ganz furchtbar. Und als ich dann auch noch den Job beim Rewe verloren habe, oder nicht verloren habe, sondern selber gekündigt habe, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ja, irgendwie Schule bis 18 Uhr teilweise und dann noch im Rewe arbeiten gehen oder halt im Krankenhaus arbeiten bis 17 Uhr. Ultra anstrengend, 10, 20 Patienten am Tag und dann halt hinterher noch im Rewe arbeiten, freitags und samstags auch noch. Ja, das war irgendwie dann, da konnte ich nicht mal mich entspannen, gar nichts. Und das war halt auch so fern von dem, was ich gelernt habe. Ich konnte ja gar nicht lernen. Meine Mutter hat mich gestresst wie Sau, hat mich die ganze Zeit angeschrien. Und also nicht jeden Tag, aber öfter angeschrien. Und ich habe mich einfach nur noch verteidigt. Die ist dann irgendwann mit Gewalt bei mir eingedrungen, weil sie unbedingt wissen wollte, ob ich jetzt wirklich da am Kiffen bin oder so, weil ich durfte es ihr ja nicht sagen, sonst hätte sie mich ja eh rausgeschmissen. Und das war an dem Tag, da habe ich eigentlich schon, ja, da habe ich eigentlich schon mir eine andere Wohnung, war ich mir schon am Suchen. Ich hatte auch schon einen anderen Job gefunden. Das hätte nur noch einen Monat gedauert oder ein paar Wochen, bis ich halt in der Physiotherapiepraxis ein bisschen Geld verdient hätte nebenbei. Ja, und dann wollte ich halt weg und wollte in die Schule. Und meine Mutter hat mal wieder nicht mitbekommen, weil sie ja irgendwie nicht richtig mit mir kommuniziert hat, sondern nur mich angemault hat immer, hat sie halt dann nicht mitbekommen, dass wir erst um 11 Uhr Schule hatten an dem Tag. Ne? Dafür ging es halt länger, meistens abends. Ja, und dann hat sie halt da mit ihrem Freund zusammen, irgendwie einen neuen Macker hatte sie, den hat sie jetzt geheiratet. Und der ist halt Feuerwehrmann, irgendwie Berufsfeuerwehr oder was. Und der stand dann da mit einem Stück Oberlandleitung vor mir und wollte mich dann verprügeln eines Morgens in dem Zimmer. Ich war hatte gerade geduscht, war noch nackt unter dem Bademantel und er wollte mich damit aus der Wohnung rausprügeln. Und meine Reaktion darauf war, dass ich ihn angesprungen habe, so ähnlich wie bei dem anderen Mann, das war ja noch ein paar Jahre vorher, wie bei dem Typ mit dem Schuhlöffel und habe dem das Ding aus der Hand gerissen. Habe das in die Ecke gepfeffert, also habe ihn nicht damit geschlagen, habe dann mein Longboard genommen und habe die beiden dann damit bedroht, dass die aus der Wohnung rausgehen. Und dann hat meine Mutter natürlich die Polizei gerufen. Und ich hatte vorher halt schon einen Film mit der am Laufen, dass sie immer in meine Wohnung kam, ohne zu fragen oder halt auch wenn sie geklopft hat und ich gesagt habe, nein, kam sie trotzdem rein und so, obwohl ich meine Ruhe wollte. In den Wochen, wo sie mich in Ruhe gelassen hat, mal für ein paar Tage, da habe ich gut gelernt, habe ich gute Ergebnisse gehabt in den Klausuren und in den Tagen, wo sie halt genervt hat und mich gestresst hat die ganze Zeit, konnte ich nicht lernen. Und da hatte ich schlechte Noten. Meine Direktorin hat halt die ganze Zeit noch geglaubt, dass ich es schaffe. Und ich habe dann durch den Umzug aber kein Geld mehr gehabt. Dann habe ich in Koblenz in der Nähe von der Schule gewohnt. Und habe halt irgendwie meine Familie um Hilfe gebeten. Das, ja, kurz vorm Examen, weil ich konnte ja dann den einen Job auch nicht machen. Meine Mutter hat mir das Auto dann weggenommen. Das hat sie ja bezahlt gehabt, was ich dann nochmal hatte. Übrigens auch das zweite Mal, dass ich den Führerschein dann hatte. Ich habe den ja auch ein Jahr lang weggenommen bekommen.
und hatte schon ein Aufbauseminar und habe den halt wegen meiner Ex dann auch wegen der Trennung verloren, weil ich mit Tränen in den Augen meine Sachen bei ihr abgeholt habe und bin mit einem fremden Auto gefahren. Es war dann ein bisschen zu schnell, 30 km/h zu schnell. Ich bin da irgendwie 100 Mal drüber gefahren über die Brücke bei dem Blitzer und wurde nie geblitzt, die ganzen Wochen vorher nicht. Aber an dem Tag, wo ich nicht gut drauf war, wollte natürlich auch kein Bekannter oder Freund mitfahren, irgendwie mir helfen, die Sachen abholen oder so. Dann oder mit mir fahren. Und dann musste ich es halt alleine machen, weil ich abschließen wollte mit der Sache, die ist mir auch fremd gegangen oder hat mich halt mehr oder weniger betrogen. Noch nicht mal ganz verlogen. Ich habe es ja schon mitbekommen. Ach, was weiß ich, das war. Die hat mir halt richtig wehgetan. Ja, aber das bin ich von Frauen gewöhnt. Das hat schon die erste gemacht, die ich hatte. Naja, jedenfalls ist es alles dann dazu gekommen, dass ich das nicht mehr konnte. Und ja, jedenfalls habe ich dann ja, habe ich dann einen Führerschein deswegen auch jetzt nochmal verloren und diesmal halt eine MPU noch. Das heißt, ich habe ja auch nicht mal einen Führerschein. Ohne Führerschein bekommt man nur sehr schwer einen Job. Das müssten die meisten wissen. Die meisten Jobs bekommt man nur mit Führerschein. Selbst bei der Müllabfuhr nur Trittbrettfahrer sein und die Mülltonnen einräumen durfte ich nicht, weil die gesagt haben, ja, ohne Führerschein können sie ja nicht pünktlich auf der Arbeit sein. Ja, hatte ich halt Arsch geleckt in Nassau. Und das hat halt alles dazu geführt, dass ich eine extreme Geldnot hatte, auch die ganze Zeit während der Beziehung. Und meine Ex-Freundin hat mir dann auch noch Stress gemacht, immer wenn ich sie mal darum gefragt habe, dass sie mir 20 € leiht, dass ich nochmal irgendwie die letzten 2, 3 Tage im Monat ein bisschen was zu essen hatte, ist sie halt ausgerastet und sauer geworden. Und hat das halt, obwohl ich sehr viel auch für sie ausgegeben habe und immer wieder auch für uns beide gekocht habe, auch von meinem Geld. Ja, das ist irgendwie alles egal gewesen. Wenn es dann um ihr Geld ging, dann war alles scheiße. Wenn es um ihr Zeug ging, war eh immer alles scheiße. Halt, ja. Das heißt, ich, ey. Ihre Sendung, ihre Waschmaschine, ihr Geld, immer alles scheiße. Dann, wenn ich nachgefragt habe. Naja, jedenfalls war es dann halt so, dass ich irgendwie mir gewünscht habe, dass wenigstens einmal eine Zeit lang wir normal leben können, als würde ich irgendwie ganz normal arbeiten gehen. Ja. Und ja. Ach, wie soll man das sagen, ey? Und ja. Ach nee. Okay, warte, nochmal anderes Thema. Also, wir waren ja bei bei der zweiten Sache, wofür ich irgendwie eine Strafe bekomme. Ja, jedenfalls habe ich halt so ein paar Solarzellen gekauft, weil ich hatte halt Angst, dass es demnächst Krieg gibt. Ich wollte unabhängig sein vom Stromnetz, weil ich die ganze Zeit auch 2 Jahre lang da gequält worden bin über den Geheimdienst. Ich weiß nicht, ob das Leute überhaupt begreifen, aber die können mittlerweile mit Mikrowellenwaffen einen durch Wände hindurch bedrängen und befeuern und haben das bei mir auch aktiv gemacht. Und ja, ich habe mich dann halt gewehrt und habe versucht, mich vom Stromnetz abzukapseln und irgendwie habe dann so ein paar Solarzellen gekauft und habe die am Fenster draußen aufgehangen und meine Nachbarin, die halt verwandt ist mit dem Hausverwalter, die hat dann irgendwie Stress gemacht. Also richtig angefangen, Stress zu machen und hat sich dann mit mir rumgestritten und dann ist halt ihr Macker, der auch zufällig Polizist ist, ist halt auch sauer geworden und ich bin auch ausfallend geworden und habe dann halt mich verteidigt und zurückbeleidigt sozusagen und zurückgestänkert. Und das hat dazu geführt, dass der dann. Genau, also ich war dann halt richtig sauer auf die, weil die mich da fertig machen wollten, wegen den Solarzellen. Und ich habe mir richtig Mühe gemacht, dass die Teile da am Fenster auch halten, hatten richtig Arbeit damit, ein Kumpel und ich, und haben die zusammengeschraubt und alles und haben dann ein Gestell für gemacht, dass das ordentlich hält und dass das nicht runterfallen kann, auch nicht vom Sturm weggeweht wird.
und sonst nichts und auch ohne, dass es das Dach beschädigt oder sowas. Aber es hat halt die Außenfassade verschandelt von einem Haus, was halt am Auseinanderfallen ist. Und deswegen ist eigentlich ein blöder Witz, ey. Die wollten mich doch einfach nur abfacken und ich wusste das. Und naja, jedenfalls habe ich halt dann gegen ihre Tür ein paar Mal geklopft. Und dann kam der Typ raus, ihr Macker dann, und wollte mir einen auf die Fresse hauen. Der hat mir das ja vorher schon angedroht gehabt und ich bin halt provokant, wie ich bin. Habe ich das halt dann gerade gemacht und habe ihn dann kennengelernt sozusagen. Der hat mich im Schwitzkasten genommen und mich gewürgt und das kann ich halt nicht so ab. Und dann habe ich mich gewehrt und habe ihm, weil ich halt viel schwächer war als er und er ist halt gelernter Polizist, was weiß ich, ja, natürlich habe ich keine Chance. Und dann habe ich ihm das Gesicht zerkratzt, damit er loslässt, weil ich Angst hatte, dass der mich da erwürgt oder vielleicht die Treppe runterschmeißt oder sonst was. Der hat auch sogar hinterher noch gesagt, er hat schon überlegt, ob er mich die Treppe runterschmeißen soll, hatte dann aber wohl Angst, dass er dann vielleicht noch Probleme bekommt, wenn ich mir das Genick breche oder so und dann Querschnittsbinden. Aber das war das Einzige wohl, was ihn davon abgehalten hat. Hinterher habe ich mich mit ihm auch wieder halbwegs versöhnt, scheinbar, aber mit ihr halt dann nicht mehr. Ja, keine Ahnung, ey. Das Menschen, die halt andere Menschen gerne fertig machen. Im Endeffekt habe ich dann den Kompromiss gefunden, dass ich die Solarzellen hinter die Fensterscheibe im Innenraum angebracht habe. Das war zwar nicht so praktisch, aber und hat halt auch weniger Strom gebracht, aber es war dann auch eine Lösung. Aber der Typ hat mich natürlich dann auch angezeigt und die Tussi auch und wegen Beleidigung und Körperverletzung und ich habe mich halt dann gewehrt und habe mich als souverän vor Gericht gestellt, wurde dann des Gerichtssaals verwiesen. Die Aufnahme kann ich euch auch gerne noch mit einspielen von der Gerichtsverhandlung. Der Richter war auch ganz nett zu mir. Verhandlungsbeginn noch ein paar Fragen klären. Also ich bin hier nur, um diese Fragen zu klären, und zwar vor Verhandlungsbeginn. Würden Sie bitte identifizieren, wen Sie mit Herrn Eulberg meinen? Denn ich bin nicht Herr Eulberg, ich bin ich selbst. Ich stehe nur für mich selbst und ich bin der Mensch Josef. Weiter. Mit allem Respekt, Euer Ernst, geben Sie mir hier einen Vertrag an. Und wenn dem so ist, könnten wir bitte eine vollständige Offenlegung davon bekommen. Strafverhandlung. Ja, Ihnen wird zwei Straftaten werden vorgeworfen und das wird heute hier verhandelt. Es geht um keinen Vertrag. Es geht darum, haben Sie die Straftaten begangen und wenn Sie die begangen haben, wie sind Sie zu bestrafen? Bei allem Respekt, Euer Ehren, bevor wir weiter fahren, darf ich dem Staatsanwalt eine Frage stellen? Nein. Veranlasst er die Vorladung? Oder die Ladungen hier. Herr Olbeck, ich mache dieses Spielchen nicht mit. Entweder setzen Sie sich hier vorne hin und stellen sich der Strafverhandlung oder Sie verlassen den Sitzungssaal wieder. Dann werden wir ohne Sie verhandeln. Ganz einfach. Eins von beiden. Warum versagen Sie mir diese Frage? Weil das überhaupt nicht zur Sache ist. Sie haben sich der Strafprozessordnung zu beugen als Angeklagter und Sie werden dann sehen, wie die Sache verhandelt wird. Aber dieses Spielchen mache ich nicht mit. Versuchen Sie mir gerade die Gerechtigkeit zu verwehren. Herr Eulberg, ich sage es Ihnen nochmal, entweder setzen Sie sich Ich bin vorne, nicht Herr Eulberg. Stellen Sie sich der Handlung und Sie verlassen den Sitzungsraum. Sie haben die Pflicht, diese Fragen zu beantworten. Nein, habe ich nicht. Beantworten. Nein, habe ich nicht. Doch. Nein.
Also entweder setzen Sie sich hin oder Sie gehen raus. Eins von beiden. Ich bin der Begünstigte der Person Josef Eulberg und nicht dieser Person. Sie in den Sitzungssaal. Ich habe es Ihnen jetzt eben gesagt, entweder Sie stellen sich der Verhandlung oder Sie gehen raus und wir verhandeln ohne Sie. Aufgrund Ihres Handelns, Sie gehen jetzt raus. Bin ich hier der oberste Souverän? Sie sind gar nichts, Herr Eulberg. Sie sind Angeklagter in der Verhandlung. Ich bin nicht Herr Eulberg. Das ist nachzuweisen. Verlassen Sie jetzt den Sitzungssaal, Herr Eulberg. Können Sie den Geschädigten identifizieren? Verlassen Sie den Sitzungssaal, Herr Eulberg, gehen Sie raus. Und Sie schreiben schon gar nichts mit da hinten. Was haben Sie denn da mitzuschreiben? Herr Staatsanwalt, Sie gehen davon aus, zu wissen, wer ich bin. Wer sind Sie? Es reicht. Wer sind Sie? Ich möchte Ihren Namen. Es reicht. Haben Sie einen Amtsausweis? Sonst werden wir das beschlagnahmen, was Sie da hinten haben. Sie schreiben gar nichts mit hier. Haben Sie einen Amtsausweis? Ich beantworte keine Fragen mehr. Verlassen Sie den Sitzungssaal. So. Bringen Sie bitte den Herrn Eulberg raus, der stört die Verhandlung. Ich habe ihn schon mehrfach aufgefordert, das angeklagt. Herr Staatsanwalt, sind Sie momentan der Verwalter von Josef Eulberg? Ich beantrage auch, dass man das Zeug. Ja, das werden wir auch. Es besteht die Gefahr, dass Sie auftragen. Ja, geben Sie sofort dieses Notebook heraus. Sie da hinten. Ich bin als freier Mensch hier hingekommen und hast gefragt, ob ich einen. Dann muss ich Ihre Personalien haben. Ist das ein öffentliches Gebäude hier? Das ist. Sie sind hier in der Verhandlung. Ich will Ihre Personalien haben. Wenn Sie mir die nicht geben, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit, die kann mit 1.000 Euro. Das ist eine öffentliche Sitzung hier und ich darf hier eintreten. Aber Sie dürfen nicht mitschreiben. Dürfen nicht mitschreiben. Gar nicht dürfen Sie hier. Ich habe jetzt nichts weiter mitgeschrieben. Er hat nichts mitgeschrieben. Ja, ich habe einen Satz aufgeschrieben, aber das war's. Also haben Sie doch was mitgeschrieben. Ja, soll ich das gerade löschen? Ja, zeichnen Sie es. Herr Staatsanwalt, versuchen Sie, mich zu dem Verwalter der Treuhand zu machen und sich zum Begünstigten zu machen. Kommen Sie mit raus. Nein, doch, Sie können nicht raus. Ich möchte nicht mit raus. Entweder gehen Sie jetzt mit oder ich muss Sie dazu ziehen. Nein, das müssen Sie haben so gerade, Sie haben gerade gehört, was der Richter sagt. Gehen Sie jetzt mit raus? Herr Staatsanwalt, Sie versuchen sich zu verschaffen. Ich habe Ihnen fünfmal gesagt, gehen Sie. Ja, dann bringen Sie mir meine Sachen. Bringen Sie gleich. Und ja, das sind dann die 2.600 Euro, die ich dann bezahlen muss. Und damit habe ich die zweite Strafe bekommen. Ja, wie gesagt, ich mache nicht alles richtig, aber ich bin halt auch keiner, der sich irgendwie der sich einfach nur unterbuttern lässt und einfach nur fertig machen lässt. Ich finde das scheiße. Ich bin der Meinung, man sollte sich auch zur Wehr setzen, wenn man untergebuttert wird und nicht einfach klein beigeben. Ja. Im Endeffekt habe ich dadurch halt auch gemerkt, dass diese Nachbarn, diese Menschen halt im Fall des Falles nicht zu einem halten. Und das ist eigentlich ganz gut, weil Menschen, die einem vergeben können und Menschen, die einem auch irgendwie wohlgesonnen sind und einen nicht in die Pfanne hauen wollen oder nicht die Polizei nach einem hinterher schicken, sind eigentlich meistens Menschen, denen man vertrauen kann und die liebevoll sind. Und Menschen, die eben ganz schnell mit der Polizei dabei sind, sich von ihrer Angst leiten lassen und direkt schissig werden, sind meistens Menschen, denen man eher nicht vertrauen sollte. Das habe ich definitiv gelernt und das ist auch vielleicht für euch ganz lehrreich. Ich weiß es ja nicht. Ja, falls ihr also mir helfen wollt,
den Scheiß hier loszuwerden oder wisst, wo ich Arbeit finden kann, einen Job für mich habt oder so. Von mir aus auch in Buxtehude. Dann, ja, oder eine Möglichkeit habt, für mich irgendwo zu arbeiten, irgendwas zu machen. Vielleicht auch Hilfe braucht, was Heilarbeit angeht, was Massage angeht oder so, dann meldet euch einfach und ja, oder spendet einfach sowas. Gebt mir einen Daumen nach oben oder teilt das Video. Ich weiß es nicht. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht auch nicht. Achso, nebenbei erwähnt, die Nachbarin, die ja, die das veranstaltet hat, das Tohuwabohu mit mir, mit den Solarzellen, ist übrigens eine überzeugte AfD-Verfechterin. Und ja, also da weiß man halt auch schon relativ schnell, woher der systemgesteuerte Wind weht, sage ich mal. Okay, also macht's gut. You are